Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael vom Motorraddoktor und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Heute geht es um Reisen, um Gepäck. Wie packe ich was? Was nehme ich mit? Darum geht es heute. Nach dem Intro geht's los. Ja, Motorradreisen. Es gibt ja schon unzählige Videos darüber, wie die unterschiedlichsten Leute ihre Sachen so packen, was die so mitnehmen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele, tausende von Videos drüber. Und normalerweise müsste man eigentlich gar kein Video mehr dazu machen. Aber ich denke mir, die Vielzahl dieser Videos, die bringt mir, also mir hat die zumindest schon auch einen Mehrwert gebracht. Wenn man sich die anguckt, kann man verschiedene Sachen eben halt daraus entnehmen oder sagen, nee, das brauche ich nicht oder das ist eine ganz sinnvolle Sache. Und somit finde ich diese Vielzahl dieser Videos gar nicht so verkehrt. Und genau deshalb mache ich auch so ein Video. Ja, und eigentlich bin ich ja in der Sommerpause. Aber wir fahren die nächste Woche auf ein Treffen. Und zwar ist das ein Treffen von ein paar Zuschauern von mir, die da gerne dabei sein wollten. Dann ist auf dem Treffen dabei er hier. Ja, ihr Lieben, das hat also prima geklappt. Ja, wenn der Tipp für euch hilfreich war, würde ich mich sehr freuen über ein Däumchen nach oben und ein Abo. Ja, und vielleicht kennt der ein oder andere den Bernd schon von Moto Comfort. Wir treffen uns in einer kleinen Runde und für diese Runde muss natürlich das Gepäck richtig gepackt werden, um alles dabei zu haben, was man so braucht. Ja, und jetzt muss man natürlich unterscheiden. Fahre ich nur eine kurze Tour irgendwie in den Schwarzwald oder fahre ich auf irgendeinen Campingplatz, wo ich ein paar Tage bleibe? Oder wie der Markus zum Beispiel am 1.6. den TED Kroatien. Auf diesen unterschiedlichen Touren hat man unterschiedliches Gepäck dabei. Auf so einem TED, wo schwieriges Terrain da ist, da muss man gucken, dass das Motorrad so leicht wie möglich ist und dass die Ausrüstung letztendlich zwar vollständig ist für die eigenen Bedürfnisse, aber eben halt auch sehr spartanisch ausgerüstet ist. Also beispielsweise, ich habe hier zum Beispiel meinen Helm drin. Mein Helm? Nee. Hier habe ich mein Zelt drin. Genau, so. Das sehen wir dann aber später. Das ist relativ groß und bietet mir natürlich sehr viel Komfort. Aber es dauert auch eine ganze Weile, bis es auf- und abgebaut ist. Und zudem ist es natürlich auch viel, viel schwerer, wie beispielsweise ein kleines Zelt, was man zum Beispiel auf so einer Offroad-Tour eben mitnimmt, um mal eben übernachten zu können. Da hat man weniger Gewicht und man hat genauso auch ein Zelt, man ist im Trockenen und man kann nachts eben im Prinzip schlafen. Und genauso unterscheide ich natürlich auch. Beispielsweise, wenn ich eine Tour in den Schwarzwald fahre, dann habe ich hier so eine Tasche dabei, die kann hinten aufs Heck vom Motorrad geschnallt werden. Die ist ausreichend groß, die kann man noch ein bisschen auseinander machen. Da passt ein Werkzeugsatz rein, da passt eine Flasche Getränk rein, irgendwas und vielleicht auch was zu essen, je nachdem, und eine Kameraausrüstung passt da auch rein. Das ist für eine kurze Tour, eine Tagestour, vielleicht 300, 400, 500 Kilometer und das war's. Was immer dabei ist, ist der Tankrucksack. Ich habe ja, darüber habe ich ein Video gemacht, auch über diesen kleinen Mikro von SW Motec. Der Tankrucksack, der ist für mich wichtig, weil hier kommt Schlüssel rein, hier kommt mein Portemonnaie rein, wichtige Unterlagen, was auch immer, ein Feuerzeug. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Taschenmesser drin, wenn man das mal dringend irgendwie unterwegs braucht. Und das ist für mich eben im Prinzip auch eine gute Tasche, wenn ich dann irgendwo essen gehe, kann ich diese Tasche eben halt gut mitnehmen mit den wichtigsten Dingen drin, die nicht am Motorrad bleiben sollen. Dafür ist dann der Tankrucksack da. Also Tankrucksack, in welcher Form auch immer, das muss natürlich nicht der hier sein, das kann auch jeder andere sein. Und eine andere Tasche noch, die auf etwas weiteren Tagestouren eben sinnvoll wäre.
Wenn ich nur mal eben um die Ecke fahre, dann reicht mir letztendlich natürlich auch einfach nur der Tankrucksack, um das Wichtigste mitzunehmen. Keine Ahnung, bei so einer abendlichen Tour noch 50, 60 Kilometer oder so, da ist das vollkommen ausreichend. Wenn ich allerdings zum Beispiel auf einen Campingplatz fahre, so wie wir jetzt in der nächsten Woche, dann will ich natürlich verschiedene Sachen dabei haben. Also mir ist dann wichtig, dass ich ein ausreichend großes Zelt habe. Mir ist wichtig, dass ich einen Gaskocher dabei habe, dass ich vielleicht Wasser dabei habe und so weiter und so fort. Und dazu brauche ich natürlich dann im Endeffekt gewisses Gepäck oder gewisse Gepäckmöglichkeiten. Und zu den Koffern und zu den Taschen, da kommen wir genau jetzt. Ja, Koffer und Taschen, Softbags, Aluminiumkoffer, Kunststoffkoffer, von oben zu öffnen, von der Seite zu öffnen, da scheiden sich die Geister. Die einen, die sagen, ich mag lieber einen Aluminiumkoffer, der von oben zu öffnen ist, zu der Fraktion gehöre ich. Und die anderen sagen, nee, ich möchte lieber einen Koffer, der auf der Seite zum Öffnen ist und der muss aus Kunststoff sein. Oder wieder andere, die sagen, fürs Gelände beispielsweise ist ein Softbag viel, viel besser. Das heißt, eine Tasche, die man an den Kofferträger machen kann, also eine flexible Tasche, die auch wasserdicht ist, ist leichter, ganz klar, hat aber natürlich den Nachteil, wenn die Kiste mal umkippt, kann der Inhalt, der drin ist, wenn man den vielleicht nicht richtig verpackt hat, relativ schnell kaputt gehen. Die Taschen selbst gehen nicht kaputt bei einem normalen Umfaller. Bei einem Aluminiumkoffer sieht es natürlich anders aus. Wenn euch da die Kiste mal umfällt, auf der Straße oder im Gelände, ist völlig egal, dann sind die halt schnell mal verbeult oder vielleicht sogar ein Loch drin, je nachdem, was passiert ist. Ich habe viele Jahre diese Koffer gehabt, die man von der Seite aufmacht. Also Kunststoffkoffer, die normalen Touringkoffer, die bei BMW eben dabei sind, beziehungsweise die man dazu kaufen konnte. Mich hat es immer gestört, dass, wenn ich den Koffer aufmache, dass mir ein Teil, den ich da drin habe, im Prinzip schon entgegenkommt. Ja, gut, da kann man natürlich Abhilfe schaffen, beispielsweise mit Gepäcknetzen. Da waren ja auch serienmäßig solche Gepäckspinnen drin, so zwei Gummibänder, die nach Jahren im Prinzip dann auch mal nachgelassen haben. Ich fand das nicht besonders toll und habe mich dann irgendwann dafür entschieden, Aluminiumkoffer zu kaufen. Ich habe die Aluminiumkoffer von Touratec. Von Touratec deshalb, weil mir dieser Kofferträger an diesem Fahrzeug speziell sehr gut gefallen hat. Der ist sehr stabil gemacht. Und ja, die Koffer selbst auch, aber es ist halt einfach ein ganz normaler Aluminiumkoffer, der nach oben hin aufgeht. Man kann ihn in zwei Seiten einstellen, entweder Deckel nach vorne, Deckel nach hinten. Man kann den Deckel komplett abnehmen, die sind abschließbar und das hat schon viele, viele Vorteile für mich. Aber klar ist auch eins, wenn wir so Koffer haben, die von oben zu öffnen sind und haben beispielsweise hier noch so eine Packtasche, die wir uns hier hinten quer drüber machen, dann ist natürlich der Nachteil, dass wir teilweise eben halt die Kofferdeckel nicht aufbekommen, ohne den Packsack zu entfernen. Das ist der Grund, warum ich meinen Packsack hier längs drauf habe. Das geht vielleicht nicht bei allen Fahrzeugen. In dem Fall geht es ganz gut. Ich habe hier die Sitzbank, also die Sotius-Sitzbank, weggelassen und konnte das eben so ganz easy darauf verstauen. Der Packsack hier speziell ist ein SW-Motec-Packsack, tut aber eigentlich nichts zur Sache. Der hat aber schon diese Verzurrung der Gurte, die sind da schon mit dran. Ich finde das ganz praktisch, weil ich früher auch immer mit normalen Seesäcken gearbeitet habe, also mit so einem Packsack, wasserdichten Packsack und dann eben mit Gurten. Ne? Gurte außenrum gefriemelt, das Ganze festgezogen. Und hier hat man eben letztendlich schon die Gurte fest dran. Ein Teil der Gurte sind am Fahrzeug und der andere Teil wird einfach nur mit so einem Klickverschluss zusammengefügt. Das ist relativ schnell weg. Wenn ich ja mal machen, hier einfach vier Teile abmachen und dann kann ich den Packsack hier schon relativ schnell wegnehmen. Ich kann ihn kleiner machen, den Packsack, wenn er nicht ganz voll ist. Ich kann aber auch hingehen, kann hier oben auf der Oberseite noch was drunter klemmen, beispielsweise ein Fotostativ oder ein Tisch zum Beispiel, dass der eben auch da fest dran ist. Und ich muss nicht zusätzlich noch
Gurte dran machen. Aber wie gesagt, Koffer, die von oben aufzumachen sind, die können dann, kann dann eben halt passieren unterwegs, müsst ihr den Packsack wegmachen oder noch eine andere Rolle oder was auch immer ihr dann noch dabei habt, um eben an den Deckel zu kommen, um den Deckel aufzumachen. Da ist es natürlich praktisch, wenn man Koffer hat, die zur Seite aufgehen. Also ist alles je nachdem, der eine mag das so und der andere mag das so. Und jeder, ich finde, jeder sollte das so machen, wie das für ihn selbst passend ist. Für mich ist es so optimal, das heißt aber nicht, dass es für jeden so sein muss. Packsack, also Rolle, Gepäckrolle, Koffer und ich habe hier noch zusätzlich auch von Touratec, gibt es aber auch von, weiß ich nicht, von Motea, von SW-Motisch, glaube ich, gibt es das auch. Zusätzliche Taschen, die hier oben auf den Kofferdeckel drauf passen. Warum habe ich mich für die Touratec-Taschen entschieden? Und zwar sind es die einfachen Taschen. Es gibt da, glaube ich, zwei verschiedene. Einmal gibt es die Taschen, die ist so eine Hartschale im Prinzip, also eine feste Tasche, die ist immer so. Und dann gibt es diese hier, die sind recht flexibel. Das heißt, wenn ich die leer mache, auf dem Campingplatz zum Beispiel, kann ich die zusammenfalten und kann sie mit dem Gurtsystem, was da dabei ist, flach auf den Koffer falten. Oder ich falte sie zusammen und packe sie in den Koffer rein. Wenn man beispielsweise unterwegs einkaufen geht, irgendwo hin, was kaufen, kann man sagen, okay, ich nehme nur die Tasche oder ich packe die Taschen in den Koffer, wie auch immer. Und die nehmen dann am Ende relativ wenig Platz weg. Hingegen die Taschen, die aus so einer Hartschale sind, also ähnlich wie so ein Tankrucksack, ja, also der bleibt ja immer in seiner Form, den kann ich nicht zusammenlegen. Die nehmen natürlich viel Platz weg, beziehungsweise die muss man natürlich auch immer auf dem Kofferdeckel lassen. Von daher habe ich mich für die entschieden und es war natürlich auch am Ende eine Preisfrage, weil so eine Tasche kostet, ist schon teuer genug, glaube ich 60 Euro eine und die anderen Taschen liegen, glaube ich, irgendwo bei über 100 Euro. Und für eine einfache, stinknormale Tasche, die auch mal im Dreck rumfliegt, so viel Geld auszugeben, also bin ich nicht so bereit dafür. Die Taschen sind okay, die sind auch nicht jedermanns Sache, weil sie so ein bisschen lapprig sind, aber sie halten da drauf, sie sind fest und man bekommt ordentlich noch was rein. Außer diesen Taschen habe ich keine weiteren Taschen. Vorne irgendwie noch zusätzliche Taschen, nichts. Das reicht mir hier, dieser Platz, die zwei Koffer, im Übrigen 45 und 38 Liter. Ich hatte am Anfang erst, glaube ich, 31 und 38, also irgendwas. Die kleinere Variante davon, das war mir dann ein bisschen zu schmal und habe den dann getauscht. Und das ist eigentlich so, von dem Ding her ist das eigentlich optimal für mich und passt soweit. Die Koffer in dem Fall sind abschließbar und ja, das war mir wichtig, die Schlösser muss man in dem Fall nachrüsten. Ist nicht ganz billig, diese ganze Geschichte, ja klar, aber ich sag mal so, so Koffer kauft man sich einmal und dann hat man sie halt. Kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Thema, bevor wir uns dann angucken, was so alles dabei ist, die Verteilung des Gewichts. Jeder Koffer hat ja schon ein Eigengewicht und jeder Koffer, egal ob das jetzt so ein Aluminiumkoffer ist oder ein Kunststoffkoffer, hat eine gewisse Zuladung. In dem Fall sind es 15 Kilo je Koffer, die ich zuladen kann. Die Koffer wiegen so roundabout 5,5, 5,8 Kilo, je nach Größe. Und da können wir jetzt noch 15 Kilo dazu packen. Das heißt, in dem Fall ist es auch so, das Gewicht von dieser Tasche, die hier oben drauf ist, die zählt dazu. Weil die 15 Kilo inklusive Tasche und Koffer ist das Gewicht, für das der Kofferträger am Fahrzeug eben geeignet ist. Sollte man auch nicht unbedingt extrem weit übersteigen. Wichtig ist dann aber auch noch zu sagen, dass wir die Lastverteilung ausgleichen. Ich mache das immer so, wenn ich die Koffer packe, nehme ich entweder hier so eine ganz normale Personenwaage, mit der kann ich dann den gepackten Koffer inklusive Tasche, inklusive Anbauteile wiegen und etwa ausgleichen, damit beide Koffer etwa gleich schwer sind. Ich habe ja jetzt nun hier an dem Motorrad diesen
diesen Akrapovic-Auspuff dran, der sehr, sehr leicht ist im Vergleich zu dem Originalauspuff. Der Originalauspuff war irgendwo bei 5,6 Kilo gelegen. Das habe ich dann auch immer so ein bisschen beachtet, dass man das so ein bisschen austariert, dass das Fahrzeug nicht irgendwie auf der einen Seite, sagen wir mal, 5, 6 Kilo mehr hat wie auf der anderen Seite. Und er packt alles Schwere auf die eine Seite und auf der anderen Seite sind eure Klamotten. Das ist fahrtechnisch nicht so besonders intelligent. Also Personenwaage. Oder man kann auch hingehen, so eine Kofferwaage nehmen, in der man einfach dann hier zum Beispiel seinen Packsack einhängt und die einzelnen Sachen so wiegt. Und dann hat man eben ungefähr das raus. Wichtig sei noch erwähnt, wer mit Koffer fährt, sollte sich an die Geschwindigkeit halten, die der Kofferhersteller hergibt. In dem Fall sind es 130 km/h, das ist eine normale Reisegeschwindigkeit. Ja, das nur als Tipp am Rande. Ja, was nehme ich alles mit? Und wie ich schon anfangs erwähnt habe, sind viele Dinge, die ich selbst auch aus Videos von anderen YouTubern entnommen habe, die ich ganz praktisch finde. Es sind viele Sachen dabei, die für mich zumindest unpraktisch sind, die aber für den jeweiligen Fahrer oder Urlauber irgendwo auch eine Berechtigung haben. Also ich will jetzt gar nicht aufzählen, was es da alles gibt, ist uninteressant, aber jeder nimmt halt mit, was er denkt, auf seine jeweilige Reise. Ja, so, und da muss man sich das halt überlegen. Und wir fangen mal oben an beim Packsack. Der Packsack ist in diesem Fall jetzt recht einfach gepackt. Hier ist mein Zelt drin. Das ist eigentlich ein Zweimann-Zelt, ein Kuppelzelt mit einer 2,20 Meter oder 2 Meter Innenhöhe. Warum so groß? Naja, ich habe es ganz gerne, wenn ich morgens aufstehe, dass ich in meinem Zelt auch mal stehen kann. Also diese gebückte Haltung, aus dem Alter bin ich raus. Und deswegen nehme ich diesen Komfort, der hier in dem Fall 6,8 Kilo wiegt, gerne in Kauf. Großes Packmaß, also wie gesagt, hier ist nur das Zelt drin und ein kleiner klappbarer Campingtisch. Packe ich das aus? Ja, ich packe das mal aus, können wir mal gucken. Ein Tisch deshalb, weil, ja, wenn ich irgendwo bin, habe ich auch einen Stuhl dabei. Und dann habe ich eben halt auch einen Tisch, wo ich was ablegen kann, meinen Teller, meine Tasse und dieses ganze Zeug, mein Handy, bla bla bla. Und dafür ist ein Tisch ganz gut. Das ist ein recht kleines Packmaß, der hat so ungefähr 10 cm im Durchmesser. Und was sind das hier? 50, 60 cm der Länge und wiegt. Können wir mal machen. Und das hängen wir erstmal hier ein. Jo. So, wiegt 730 Gramm. Diese ganze Packrolle inklusive Zelt und Tisch hat 8,4 Kilo. Passt für mich. Mehr muss da für mich jetzt gar nicht rein. Man könnte hier bestimmt noch was, das ein oder andere reinpacken. Ein Stativ zum Bilder machen zum Beispiel oder zum Videos machen, wie auch immer. Man kann das aber auch gut hier oben drauf machen. Aber es geht nicht um den Packsack selbst, es geht einfach um das, was da reinkommt und wie ich das verstaue. Das ist Zelt und Tisch. Können wir gleich weitermachen beim Zelt, beim Schlafen, beim Komfort. Ich habe immer solche selbst aufblasbaren Luftmatratzen gehabt, die gibt es relativ günstig, taugen kein Schuss Pulver. Ist eine Katastrophe, diese Dinger, ja, also die kriegt man irgendwie für 40, 50 Euro bei Amazon und Konsorten. Schlimm, also ganz schlimm, muss man sagen. Ich denke, wenn man vielleicht 200 Euro für so eine Matratze ausgibt, sieht es anders aus. Aber ich sag mal, im Bereich 50, 60 Euro oder 30 Euro, diese Dinger, wo man dann mit dem Fuß so aufbläst, da ist so eine Pumpe schon integriert, das ist Quatsch ist das. Also, was habe ich gemacht? Ich möchte Komfort haben auf meiner Reise, zumindest auf dieser Reise oder auf solchen Reisen, wo ich eben hinfahre und dort mein Zelt aufschlage und einige Tage dort verweile, um meine Touren zu machen, um mich mit Leuten zu treffen, wie auch immer.
Da habe ich gesagt, okay, ich will eine richtige Matratze haben, die zum Aufblasen ist. Und das ist dann letztendlich hier so etwas. Die hat, glaube ich, 1,80 Meter mal 1,50 Meter, ist ungefähr 17 oder 20 Zentimeter dick. Und die passt genau in mein Zelt unten rein. Die wiegt 2,4 Kilo und ist Coolman. Ich habe das bei Fritz Berger gekauft. Fritz Berger ist so ein Camping-Gedöns-Zubehörhändler. Den gibt es hier bei uns ganz in der Nähe. Die war nicht besonders teuer, aber die ist stabil und auf der kann man sehr, sehr gut liegen. Und das lasse ich mir nicht nehmen, eben halt als Komfort unterwegs. Ganz einfache Sache. 2,4 Kilo, die passt bei mir hier hinten direkt, da wo eigentlich der Sozius-Sitz ist, passt die direkt hin und muss gar nicht extra irgendwie festgemacht werden. Es besteht keine Gefahr, dass man die irgendwie kaputt macht durch scharfe Kanten, dass am Ende ein Loch drin ist oder so. Das passt schon. Also Matratze. Aber klar ist auch, wenn ihr auf diesen Komfort verzichten könnt, dann nehmt euch einfach was Leichteres mit, was zusammenzufalten ist, was zusammenzurollen ist oder. Bei so einer Matratze kann ich auf eine Isomatte verzichten, weil die Matratze einfach dick genug ist, selbst wenn es nachts kälter ist. Also dann, das ist schon fast wie zu Hause. Ja, also, naja gut. Machen wir weiter mit den Taschen. Ja, die Kofferdeckeltaschen. Zu dem Gesamtgewicht, was das alles wiegt, was ich jetzt dabei habe, kommen wir ganz zum Schluss. Ich habe das nämlich schon verwogen, weil ich natürlich wissen will, wie viel es ist. Die eine Kofferdeckeltasche, die hat die wichtigsten Sachen, die ich eventuell für unterwegs brauche. Einmal habe ich einen zweiten Satz Handschuhe dabei, wenn es geregnet hat oder wenn es dann doch ein bisschen kälter wird. Ich habe die Sommerhandschuhe an, die gut, sehr gut belüftet sind. Das sind eben Lederhandschuhe, die geschlossen sind komplett. Das heißt, in Verbindung mit einer Griffheizung oder auch nicht, sind die eben ganz praktisch. Ich habe hier eine Warnweste dabei. Eine Warnweste finde ich ganz besonders wichtig, gerade wenn unterwegs irgendwas ist und man steht beispielsweise auf der Autobahn oder auf der Schnellstraße. Wir haben zwar in Deutschland nicht die Pflicht, eine Warnweste anzuziehen, zumindest weiß ich nichts davon, aber es ist sinnvoll. Es ist wirklich sinnvoll, ihr werdet besser gesehen. Dann habe ich einen Verbandskasten dabei, beziehungsweise so eine Verbandstasche. Da ist das Notwendigste drin. Hier gibt es kein Ablaufdatum bei diesen Teilen, weil das am Motorrad keine Pflicht ist. Im Auto müsstet ihr natürlich nach dem Verfalldatum gucken. Das ist in dem Fall nicht der Fall, aber für euch selbst ist es natürlich interessant, wenn ihr so eine Tasche dabei habt, dass ihr da öfter mal reinguckt, ob das Pflaster oder dieses Gewebeband, was man da drin hat, ob das überhaupt noch klebt und so weiter und so fort. Weil im Zweifelsfall, wenn ihr es braucht, muss es eben zur Verfügung sein oder vielleicht für jemand anders, egal wie auch immer. Und dann sollte es auch funktionieren. Was ich auch dabei habe, ist eine Rolle Klopapier. Ganz klar, wenn man unterwegs irgendwo mal dringend ein Geschäft verrichten muss, ist das ganz sinnvoll. Ja, wir können natürlich auch Blätter nehmen. Klopapier ist, also ich könnte das jetzt wiegen, aber macht keinen Sinn. Ne? Und was ich hier noch mit da drin habe, ist im Prinzip meine Regenkombi. Die ist ganz oben drauf, wenn es anfängt zu regnen, dass ich die relativ schnell zur Hand habe. Ja, und so ein bisschen Schreibzeug, ein Stift, ein Papier, dass man was notieren kann, was man, was auch immer, ja, keine Ahnung, egal. Das ist in der einen Tasche drin. Ich gucke auch, dass ich das immer gleich beibehalte. Dann weiß ich auch, wo es ist. Im Notfall weiß ich, wo mein Zeug eben hingeht. So, in der anderen Tasche ist gar nicht so sehr viel drin. Ich muss selber mal gucken. Okay, das haben wir hier. Ich habe hier in der Tasche eigentlich nur so eine Campingdecke drin. Das ist eine Decke, im Prinzip, die ist gar nicht so schwer. Die ist, glaube ich, 2 Meter mal 2 Meter oder so. Das ist eine Decke, die ist auf der einen Seite wasserdicht und auf der anderen Seite hat die eben so ein normalen Stoff eben.
Die kann man draußen mal hinlegen, die kann man aber auch unter die Matratze im Zelt legen. Da geht eben auch kein Wasser durch. Das ist eigentlich das, was hier drin ist. Mehr ist das gar nicht. Ihr seht schon, wenn ich dann am Campingplatz bin, kann ich die rausräumen, dann mache ich mein Zelt zurecht, dann habe ich die draußen, dann ist die Tasche schon frei. Dann kann ich die klein machen und dann bleibt die einfach so auf dem Kofferdeckel, nimmt keinen Platz weg. Was habe ich hier noch drin? Und zwar, ich zeige euch das mal im Nahen. Und das hier, da sind wir. So, das. Was könnte das sein? Ja, genau. Das ist eine kleine Luftpumpe mit Akkubetrieb. Und zwar ist die für die Luftmatratze. Ich mache die mal an. Die macht ganz schön Wind und war gar nicht so teuer. Die kostet, glaube ich, irgendwie 7 Euro oder so. Wenn sie kaputt ist, ist okay. Wenn sie funktioniert, ist alles gut. Ich habe aber auch noch so einen Luftsack, den man so aufblasen kann, mit dem man ebenfalls solche Matratzen ohne Strom aufblasen kann. Weil mit dem Mund ist das sehr, sehr anstrengend, so eine große Matratze. Im Übrigen auch die kleinen Matratzen, die im Mund aufzublasen, ist erstens anstrengend und zweitens pustet man da auch Feuchtigkeit in die Matratzen rein und das ist für die Matratzen letztendlich nicht so toll. Mehr ist hier in der Tasche gar nicht drin. Hier wäre aber auch noch Platz. Also das ist alles relativ fluffig, sage ich jetzt mal. Also hier bekommt man schon noch durchaus mal eine Flasche Wasser rein. Oder. So, da weiß ich jetzt nicht, ob man sieht. Ich will es jetzt nicht wegmachen. Ich habe hier außen am Koffer die ebenfalls von Touratec. Das ist im Übrigen keine bezahlte Werbung hier. So, es ist halt so. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, es ist von Hanebampel? Nee, ist davon ein Wasserkanister dran, ein 2 Liter Wasserkanister mit normalem Frischleitungswasser. Einfach, wenn man unterwegs ist und sich mal die Hände waschen will oder keine Ahnung, dann hat man ein bisschen Wasser dabei, kann man immer wieder auffüllen. Und auf der anderen Seite habe ich eine Getränkeflasche dran und eine Flasche mit Motoröl drin. Das Motoröl ist allerdings eher, wenn man wirklich weitere Reisen macht. Also ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht tausende von Kilometern unterwegs ist, dann hat man eben da 600 Milliliter Öl, Motoröl dabei. Weil ich da nicht so der Freund davon bin, unterwegs an irgendeiner Tankstelle irgendein Öl zu kaufen für einen völlig überteuerten Preis, vielleicht sogar noch im Ausland irgendwo. Also nehme ich das mit. Klar, wenn 600 Milliliter leer sind, muss ich es dann so oder so machen, aber so viel Öl verbraucht die Gute hier einfach nicht. Das ist das, was außen dran ist. Das kann ich jederzeit auch wegmachen, wenn ich das nicht brauche. Aber gut, jetzt ist es dabei. Getränkeflasche, klar, da habe ich darauf geachtet, dass ich eine Flasche habe, die auch Kohlensäure abhaben kann für Sprudelwasser oder irgendeinen Saft oder so irgendwas. Die ist da hinten mit dran und ist schnell griffbereit und geht nicht verloren, weil sie eben mit Gurten festgemacht ist. Kommen wir mal zu dem, ich mache mal eben hier gerade diese Taschen wieder fest. Bei den Taschen ist es natürlich ganz unterschiedlich, wie ihr die festmacht, auf den Koffern oder wie auch immer. Jeder Hersteller hat da sein eigenes Prinzip. Wichtig ist bei den Koffern im Prinzip nur, dass man diese Haltepunkte hat. Ja? Also diese Ösen hier, die man bei manchen Koffern auch nachträglich dran machen kann. Das ist eigentlich das A und das O. Bei den Koffern habe ich das jetzt so gemacht, dass die Deckel nach hinten aufgehen. Man könnte das aber rein theoretisch auch andersrum machen. Die eine Seite ist immer verschlossen und die andere Seite eben offen. Und ich habe in den Koffern, vielleicht kann man das auf der Seite hier besser sehen, wenn ich jetzt einen Kameramann hätte, wäre das Ganze viel, viel besser. So muss ich das halt alleine machen. Aber ich denke, ihr kriegt das auch hier gut mit. So. Das ist im Übrigen ein kleiner Nachteil bei diesen Taschen. Wenn die Taschen hier geöffnet sind, wenn man diese Gurte nicht dran hat, dann würden die beim Öffnen vom Deckel würden die einem runterrutschen. Also gibt es andere Systeme, die ein bisschen besser sind, finde ich. Hier innen drin, in den Koffern, habe ich solche Nylon-Taschen. Die sind auch nochmal zusätzlich wasserdicht. Und ich kann im Prinzip meine Tasche zu Hause schon packen, packe da alles rein, was da rein soll, und setze die einfach nur in den Koffer rein. Fertig.
Es liegt also nicht direkt im Koffer, ist nochmal extra geschützt. Die Koffer sind zwar wasserdicht, ja, aber die Tasche, die bietet eben nochmal einen Schutz. Und ich kann vor allen Dingen auf dem Campingplatz oder auf der, da wo man hinkommt, Pension, Hotel, was auch immer, kann ich im Prinzip einfach beide Taschen rausnehmen, nehme die mit ins Zimmer oder ins Zelt und kann meine Koffer zumachen und das war's. Ja, also finde ich ganz praktisch. Dann gibt es so allerlei Taschen, die man noch dabei hat, eventuell, weiß ich noch nicht, ob ich die überhaupt mitnehme. Ja, im Prinzip ist in den Taschen, bei mir zumindest, alles nochmal extra verpackt. Warum ist das so? Ganz einfach, ich hasse es wie die Pest, wenn ich einen Koffer oder eine Tasche habe, in der alles irgendwie drin rumfliegt. Und ich muss dann die einzelnen Dinge suchen, das ist eine Katastrophe. Also mich kotzt sowas an. Bestimmt gibt es Leute, die sagen, nee, brauche ich, ich schmeiß einfach so alles da rein. Passt auch. Ich habe hier solche Taschen, das sind auch wasserdichte kleine Packsäcke im Prinzip. Und da hat im Prinzip jede Tasche seinen Inhalt, der da immer drin ist. Und in dem Fall ist es beispielsweise eine CV470 Gaskartusche von Campinggas. Campinggas deshalb, weil ich einfach überall, zumindest in Deutschland, an jeder x-beliebigen Stelle einen Händler finde, der Campinggaskartuschen hat. Weil auch hier ist es so, jeder kocht seine eigene Suppe und nicht alle Anschlüsse passen zusammen. Also die einen haben hier oben Schraubgewinde, die anderen haben hier einen Bajonettverschluss und. Dann kommen noch die ganzen China-Varianten dazu. Ja, ich habe das gewählt. Ich glaube, die unterscheiden sich preislich nicht besonders viel. Es gibt günstigere, ja, das stimmt schon. Aber das war für mich der Hauptgrund letztendlich, dass ich das gewählt habe. Dann habe ich zu diesem Campinggaskocher so einen einfachen Standfuß. Ich zeige das mal hier. In den Standfuß kann ich im Prinzip meine Kartusche reinpacken, dass die nicht umkippt. Ne? Wenn ich auf dem Rasen das mache irgendwo, dann kann die nicht umfallen. Das eine, packen wir mal darüber. Und dann habe ich, das ist eigentlich das Wichtigste, das hier, diese Utensilien, gelbe Tasche ist das Wichtigste überhaupt, weil die versorgt mich morgens nach dem Aufstehen mit der ersten Tasse Kaffee. Ne? Ganz wichtig. So, dann habe ich hier drin meinen Gaskocher. Also nichts mit Benzin oder so irgendwas. Nein, nein, ganz normal, einfach einen Gaskocher. So ein Kocheraufsatz, der letztendlich hier unten so einen Schnellverschluss hat, den man hier oben einfach reindrückt, zudrückt, fertig. Und man kann den auch wieder wegmachen. Und die Gasflasche ist immer noch, die ist jetzt vielleicht noch halb voll, die ist dicht, es kommt kein Gas raus und es passt. Ja. Und damit kann ich meinen Topf, den wir später sehen, Wasser kochen oder braten oder was auch immer kochen, wie ich will. Super, super Sache. Es gibt solche Teile auch mit einem Piezo-Zünder, da braucht ihr kein Feuerzeug, aber normalerweise hat man Feuerzeug immer dabei. Oder nimmt halt einfach eins mit. Ne? Ich finde diese kleinen Säckchen finde ich ganz, ganz praktisch, weil die einfach die sind wasserdicht, das ist das eine. Und ihr habt bestimmt schon gesehen jetzt, ich verpacke alles nochmal extra. Ich habe teilweise solche Zipbeutel, wo ich die Sachen reinpacke oder nochmal eine Extratasche. Das liegt zum einen daran, dass ich bei diesen Dingen einfach gerne Ordnung habe. Das ist das eine. Und das andere ist, das Ganze ist dann doch eben halt wassergeschützt, vergammelt nicht. Ich meine, okay, wenn jetzt so ein Gaskocher ins Wasser geht oder Wasser nass wird, letztendlich ist es nicht so dramatisch, aber eben bei anderen Dingen. Naja, dann habe ich dabei in diesem Koffer mein Bordwerkzeug. Das ist das Bordwerkzeug, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Kann ich euch oben verlinken. Das ist so eine Werkzeugrolle, könnt ihr anschauen. Die habe ich dabei, die habe ich aber meistens dabei. Und noch ein anderes Teil, das ist aber auf der anderen Seite, wenn ich längere Tagestouren mache oder wenn ich weiter wegfahre, so wie jetzt.
Dann habe ich einen Stuhl dabei. Das ist ein super leicht, also das wiegt vielleicht 1,5 Kilo. Das ist so ein kleiner Stuhl, den man ganz zusammenklappen kann und kann dann gut da drin sitzen. In Kombination mit dem Tisch, den ihr vorhin gesehen habt, ist das natürlich eine ganz feine Sache. Es gibt diese Stühle im Übrigen in sehr, sehr teuer und wie dieser hier in relativ günstig. Ich weiß nicht, was der kostet. Ich glaube 60 oder 70 Euro. Und funktioniert schon ziemlich lange Zeit. Wunderbar, ohne Probleme. Also man muss nicht immer die teuersten Sachen kaufen. Das ist auch Quatsch. Ne? Dann haben wir hier so Badelatschen. Also gerade wenn es ans Duschen geht irgendwo, habe ich ganz gerne noch mal ein paar Badelatschen an, um nicht den Dreck von anderen Leuten mitnehmen zu müssen. Man könnte auch Crocs mitnehmen. Der Markus zum Beispiel, viele Grüße an dieser Stelle, der zieht immer Crocs an. Ja, kann man machen. Ich habe halt einfach die hier und ich habe dann noch ein anderes Paar Schuhe dabei, das sieht man aber jetzt gleich. So, dann kommen wir zur vorletzten Tasche in dem Koffer. Hier ist nochmal eine Ersatzkartusche drin, eine Ersatzgaskartusche. In dem Fall nehme ich die mit, weil die andere nur noch halb voll etwa ist. Und wir zwei Personen sind, die davon kochen und Wasser machen müssen und so weiter und so fort. Und hier ist noch mein Edelstahl-Kaffeebecher drin und eine, wir packen das aus, dann seht ihr das. Ich hatte das alles so schön zusammengepackt. Ich habe dann hier meistens noch so Baumwollhandtücher mit. Baumwollhandtücher deswegen, weil für Geschirr zum Beispiel abzutrocknen, wenn man das irgendwo, dass ich das nicht nass da reinpacken muss. Ich habe dann hier noch so ein ganz normaler Edelstahlbecher, ein Kaffeebecher, Getränkebecher, ganz egal. Ich glaube, das ist Edelstahl, passt ganz gut, war auch nicht so besonders teuer. Was haben wir hier? Decathlon. Bin ich im Übrigen sehr begeistert, sehen wir später dann auch beim Kochgeschirr. Das ist im Übrigen auch von Decathlon. Top. So, und dann, ganz wichtig, ich habe immer so eine Rolle Mülltüten dabei, so Plastikmülltüten. Ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, wie kannst du nur Plastiktüten mitnehmen? Ja, ich kann. Ich kann aus dem einfachen Grund, es gibt schmutzige Wäsche, okay, die man dann auch wieder waschen kann, ganz klar, die muss dann trocken sein, das zum einen. Und zum anderen entsteht ja heutzutage immer dieser dämliche Verpackungsmüll. Also wenn ich beispielsweise in ein Lebensmittelgeschäft gehe und kaufe mir dort Fleisch oder Wurst oder ein Brot oder Toastbrot oder ein Joghurt oder irgendwas, ja, dann habe ich immer Müll dabei. Und der Müll muss ja irgendwo hin. Also habe ich hier Tüten dabei, in denen ich diesen Müll packe, damit ich ihn nicht irgendwo in die Natur reinschmeißen muss, weil das eigentlich das Schlimmste ist, was man so machen kann. Also bei aller Klimarettungsaktion ist das mein Beitrag, dass ich meinen Müll dann letztendlich in eine grüne Tonne packe und ich dann davon ausgehe, dass dieser Sack, der von mir kommt, über das duale System ordnungsgemäß recycelt wird. Was zwar nicht so ist, aber wir lassen mal diese Vorstellung so stehen. Das ist in dem Sack drin hier. Handtücher, wie gesagt, sind so Baumwoll, ganz normale Geschirrhandtücher. Könnte man auch ein paar weniger mitnehmen. Ich habe 3 Stück dabei. Einfach um mal was abzuputzen, dass man mal einen Lappen dabei hat. Ne? So ganz einfach. Ja. Und dann kommen wir schon zu dem letzten Sack auf der Seite. Hier sind einfach nochmal so ganz normale Schuhe drin. Das sind Schuhe, mit denen ich sehr gut laufen kann, mit denen ich aber auch mal, wenn das so sein sollte, wandern gehen kann. Sind relativ leicht, nehmen nicht so viel, also ich würde jetzt mal sagen, die nehmen etwa genauso viel Platz weg wie ein Croc. Ich kann sie nur nicht zum Duschen anziehen, aber gut. Also könnte ich natürlich schon, aber mache ich nicht. Was haben wir hier noch? Überraschungsgeschenk, jawohl. Ah, eine kleine leichte Aluminiumwand für den Gaskocher. Die habe ich dabei
aus dem einfachen Grund, die kann man so aufklappen, ne? Da kann man sich dann hinten dran umziehen, damit einen keiner beobachtet. Nee, natürlich nicht. Das ist dafür gedacht, dass man das um den Gaskocher, wenn der Topf drauf ist, stellt, damit man eben weniger Gas verbraucht. Weil eins ist klar, Leute, heutzutage ist Gas teuer. Und damit kocht mein Wasser beispielsweise relativ schnell, weil nicht so viel Wärme neben rausgeht. Ja? So, also Werkzeug, Gaskocher, Stuhl, Badelatschen, nochmal Gaskocher bzw. Ersatz, Gasflasche. Und wenn einem manchmal ein paar Leute auf den Sack gehen, habe ich einen Hammer dabei. Nee, natürlich nicht dafür. Der gehört eigentlich zum Zelt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wieso nimmst du einen Hammer mit? Kannst du doch hier mit dem Fuß reindrücken. Ja, wenn es mit dem Fuß geht, benutze ich den Hammer auch nicht. Aber es war schon das eine oder andere Mal der Fall, dass ich die Heringe einfach nicht mit dem Fuß, nicht mit der Hand reinbekommen habe und es auch kein ausreichend großer Stein da war, mit dem ich das hätte erledigen können. Also habe ich mir einfach so einen Hammer für 5 Euro gekauft. Der wiegt, keine Ahnung, 600 Gramm. Egal. Passt. Passt rein. Ich habe den Platz. Von daher ist es in Ordnung. Wir gehen auf die andere Seite und gucken mal, was da drin ist. Was haben wir denn eigentlich noch dabei, wenn wir auf eine Reise gehen? Wir haben Klamotten dabei. Ich habe jetzt die Klamotten nicht hier, weil die noch in der Waschmaschine sind. Dazu gehört natürlich einmal, wir sind mit Motorrad unterwegs, da gehört Funktionskleidung dazu, also Funktionsunterwäsche, Funktionsoberteil, da gehören Socken dazu, da gehören vielleicht Motorradsocken. Ich habe für mich bestimmte Motorradsocken, die ich in den Stiefeln anziehe. Ich habe aber auch normale kleine Socken, so Fußlinge, die ich in diesen normalen Schuhen anziehe. Unterwäsche, keine Baumwollschlüpfer, sondern irgendwas aus atmungsaktiven, hier, wie sagt man dazu, dieses Zeug da, hier, was auch schnell trocknet und so weiter, wo man mal eben waschen kann. Die sind dabei. Was ich dabei habe, sind eben T-Shirts. Ja, klar, T-Shirts sind aus Baumwolle wieder, macht aber gar nichts, passt schon. Kurze und lange Hose vielleicht dabei, aber nichts irgendwie aus Jeansstoff, sondern alles im Prinzip so ganz normaler Synthetikkram, der relativ schnell trocknet, wenn man ihn waschen muss und auch relativ leicht ist und wenig Platz wegnimmt. Das ist so klamottentechnisch. Also ich gehe nicht irgendwie abends, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, im Zeltplatz irgendwie in ein Fünf-Sterne-Restaurant. Das mache ich einfach nicht. Das mache ich sonst auch nicht. Und warum soll ich mir da einen Anzug mit Krawatte mitnehmen? Quatsch. Ganz normal, leger, wie man das so einfach hat halt einfach. Und das ist auch wieder für jeden, ist das unterschiedlich. Der eine mag das, der andere mag das. Was ich aber auf jeden Fall dabei habe, sind solche Handtücher. Und zwar sind das Mikrofaserhandtücher, die, wie ich finde, zwar richtig blöd sich anfühlen beim Abtrocknen nach dem Duschen oder nach dem See oder nach dem Baden, was auch immer. Aber letztendlich ist es halt so, die saugen relativ viel Wasser auf und die trocknen sehr, sehr schnell. Also so ein Handtuch, wenn das nass ist, kann man bei 20 Grad Außentemperatur übers Motorrad hängen oder irgendwo an eine Leine hängen und das ist in einer Stunde oder was ist das trocken. Also dann kann man das wieder einpacken. Ja. Davon habe ich 2 Stück dabei. Das ist das eine. Und Klamotten kommen bei mir nochmal in so einen Extrasack. Das ist ein wasserdichter Sack. Warum in einen wasserdichten Sack? Ganz einfach, wenn Wasser reinkommt, irgendwo, egal wie, sind zumindest meine Klamotten eben nicht nass. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen verpacke ich im Prinzip Kleidung, alles was an Kleidung ist, nochmal in so einen Sack und das wandert dann in diesen Koffer. Und was in diesem Koffer sonst noch drin ist, schauen wir uns genau jetzt an. Ich habe hier einmal ein Kopfkissen, so ein aufblasbares Kopfkissen mit so einem, ich glaube, das bläst sich sogar selber auf, weiß ich gar nicht genau. Das hat so ein Velour-Oberteil drauf. Ich hatte mal so ein Kopfkissen, das war so
außen so Plastik. Und das war kompletter Mist, ja, also war nichts Besonderes. Dann habe ich hier eine Tasche drin, die zweckentfremdet ist. Da sind so Sachen drin wie Zahnpasta, wie Duschgel, ein paar Schmerztabletten. Dann gibt es hier zum Beispiel von Ballistol dieses hier Mückenabwehr-Dings-Gedöns. Das funktioniert im Übrigen sehr, sehr gut. Ich hatte früher immer Autan. Und mit diesem Zeug, das ist sehr, sehr angenehm, von, wenn man es drauf macht auf die Haut. Aber auch, es wehrt wirklich also diese Mücken ab. Ja? Also ich hatte das im letzten Jahr für irgendein Treffen dabei. Ich habe keinen einzigen Mückenstich gehabt, obwohl ich immer eigentlich einer der Ersten bin, die gestochen werden. Und dann habe ich hier so ein bisschen Rei in der Tube dabei. Wenn man da doch mal was auswaschen muss, das ist alles hier drin. Und das kann ich dann im Prinzip so zum Duschen oder zum was weiß ich eben halt mitnehmen. Ist auch schön klein und leicht. Ist jetzt keine spezielle Tasche für Badezeug. Die habe ich natürlich auch, aber die ist etwas größer. Und die ist zweckentfremdet und das passt wunderbar, alles in Ordnung. Dann, zu dem kommen wir gleich. Dann habe ich hier einen Schlafsack drin und da muss ich sagen, schlafsacktechnisch bin ich eigentlich nicht so gut ausgerüstet. Da werde ich mich in der nächsten Zeit mal ein bisschen darum kümmern, dass ich einen Schlafsack kriege, der vielleicht, also ich habe noch einen, der ist ein Packmaß kleiner, der ist aber ziemlich kalt und da es zumindest jetzt auf dieser Tour nachts so um die 5-6 Grad haben sollte, nehme ich den mit, weil der etwas wärmer ist halt einfach. Also Schlafsack ist auch so eine Glaubensfrage, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, was er da genau mitnimmt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr so für Schlafsäcke dabei habt. Und im Übrigen auch, was ihr so mitnehmt. Ne? Vielleicht, ne? Also ist auch sehr, mich interessiert es immer, was ihr schreibt. Und ich bin immer bemüht, auch alles so weit zu beantworten. Schlafsack, da ist im Übrigen dann noch genug Platz im Koffer für die Kleidung. Ich nehme dann Kamera mit, ein bisschen Kamera-Equipment in einer Tasche drin, die passt hier auch noch locker rein. Ich bekomme hier auch noch, wenn ich was einkaufen will, unterwegs kurz vorm Campingplatz noch was rein. Ich bekomme hier noch 2,5 Liter Flaschen Wasser rein, genauso wie auf der Seite. Ist also überall noch Platz, ist nicht voll. Und hier ist eben dann noch dieses Kochgeschirr drin. Ich komme mal auf die andere Seite rüber. So, Kochgeschirr. Ich habe das Kochgeschirr vor ein paar Jahren gekauft bei Decathlon. Das war nicht teuer. Das ist aus Edelstahl. Und das hat bis jetzt immer, also das ist Teflon beschichtet innen drin. Da habe ich hier so einen Edelstahl-Teller dabei. Das Ganze ist dann hier. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Es ist so ein Untersetzer, ne? Wenn man beispielsweise den Topf oder die Pfanne, die dabei ist, auf diesen Tisch stellt, kann man das drunter legen, dass der Tisch nicht kaputt geht. Dann haben wir hier so eine Pfanne dabei, ja? Also die ist Teflon beschichtet innen drin und die hat dann auch hier so einen Bügel. Ja? So kann man schön Spiegeleier, Speck, was auch immer, braten, Gemüse, bla bla bla. Wir haben einen Topf mit einem Deckel und auch der, ich mache mal das Gedöns hier weg, und auch der Topf hat einen Griff, den man hier so zusammenklappen kann. Ne? So sieht es aus. Man kann den Deckel abnehmen. Und da habe ich natürlich noch allerlei anderes Zeug drin. Da habe ich zum einen Salz und Pfeffer drin. Dann habe ich, habe ich ganz vergessen. Wenn man das eine Weile nicht braucht, das Zeug, dann da habe ich hier einen Löffel, so einen klappbaren Löffel. Und ich habe hier eine Gabel.
Ne? Das ist, glaube ich, aus Titan. Irgend sowas war das. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr robust. Sehr leicht zu waschen, zu spülen. Da ist kein Messer dabei, aber ich habe ein Schweizer Messer dabei, was ich vorhin gezeigt habe im Tankrucksack. Das nehme ich dann für Dinge, die ich schneiden muss oder so. Ja. Und dann sind hier eben so standardmäßig noch so Tellerchen dabei, die man eigentlich nicht bräuchte, aber das ist manchmal ganz praktisch, wenn man die dabei hat. Und dann eben halt der Topf. Ne? Hier passen 1,5 Liter Wasser rein, kann man wunderbar verwenden. Das ist das Kochgeschirr und mehr brauche ich eigentlich dazu nicht. So, und dann habe ich ja vorhin schon diese Werkzeugrolle gezeigt, die ich immer dabei habe. Da ist eigentlich alles drin, was ich soweit brauchen könnte. Ich hoffe natürlich immer, dass man kein Werkzeug braucht, aber man weiß es nicht. Und es kann ja auch mal sein, dass jemand anders ein Problem hat. Und dann kann man auch mal helfen. Und wenn man da ein gescheites Werkzeug dabei hat, dann ist das schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel wert. Ich habe dann aber eine zweite Tasche, das habe ich in dem Video zu dem Werkzeug, glaube ich, auch so kurz vorgestellt. Eine zweite Tasche, in der die unterschiedlichsten Utensilien drin sind. Klar nimmt das Platz weg, aber ich weiß, dass ich es einfach dabei habe und im Zweifelsfall kann ich es eben halt auch benutzen. Ich will es nur kurz anreißen. Ich habe hier das Reifenflickzeug dabei, ganz klar, wenn Platten unterwegs ist, dass ich den Reifen reparieren kann, eventuell, wenn das geht. Die Gaskartuschen habe ich in dem Fall hier nicht drin, weil ich die nicht brauche. Zeige ich gleich warum. Ich habe hier so ein paar Gummihandschuhe dabei, die schwarzen, die kennt ihr aus meinen Videos, weil es nichts Schlimmeres gibt, wenn ihr unterwegs irgendwas reparieren müsst, habt dann total schwarze Hände. Klar habe ich Wasser dabei, klar habe ich auch reine Tube dabei, mit der man die Hände wieder waschen könnte. Aber mit dreckigen Fingern in die Motorradhandschuhe, das ist schon ziemlich blah. Dann habe ich dabei ein Seil. Ein Seil. Seil kann man immer gebrauchen. Sei es zum Beispiel zwischen zwei Bäumen aufzuspannen, um nasse Wäsche aufzuhängen, die relativ schnell trocknen kann. Seil. Oder Motorrad kippt um in Graben oder Motorrad geht kaputt, muss abgeschleppt werden. Seil. Egal, es kann auch sein, hier irgendwie so eine Ratsche geht kaputt von dem Packsack oder irgendwas geht kaputt. Damit kann ich das anknibbeln. Wiegt nichts, nimmt ein bisschen Platz weg in der Tasche, ja, aber mir bricht keiner ab dabei. Dann habe ich dabei einen kleinen Kompressor. Ich zeige das vielleicht mal kurz, will das nicht alles auseinanderpacken. Also so einen kleinen Kompressor, mit dem ich Luft aufpumpen kann. Ich habe natürlich einen Satz Kabelbinder dabei. Dann habe ich dabei Ventileinsätze, also so Autoventileinsätze, Ventilkappen. Bei den Modellen habe ich immer dabei noch diese kleinen Kappen für die Unterdruckanschlüsse. Wenn die verloren gehen oder sie geklaut werden, habe ich immer noch einen Satz dabei. Und ich habe hier auch zwei Vago-Klemmen drin. Die Kenner unter euch wissen, was das ist. Das sind so kleine Klemmen, wo man Kabel miteinander verbinden kann. Wer weiß, ob man das vielleicht mal braucht. Dann habe ich eine Rolle Klebeband dabei und so eine Art Leatherman, ja, also so ein Werkzeug, so ein Multitool-Teil. Das ist kein Leatherman, das ist eine günstigere Variante davon. Aber da ist eine kleine Zange drin, ein Messer auch nochmal und das passt ganz gut. Ich habe ein paar Schräubchen dabei, so das Gängigste, was man eventuell brauchen könnte, mit Unterlegscheiben und Muttern und ein paar Birnen, in dem Fall aber nur für den Hauptscheinwerfer und hinten die Bremslichtbirne. Dann habe ich dabei eine kleine Tüte mit verschiedenen Sicherungen, beginnend bei 2,5 oder bei 2 bis hoch zu, glaube ich, 30 Ampere. Ganz normale Sicherungen, die ihr in diesen Fahrzeugen ja sowieso auch habt. Einfach als Ersatz, wenn unterwegs mal eine kaputt geht, ganz klar. Ein Stück Kabel,
ganz normales, ich glaube, das ist hier 2,5 Quadrat Kabel. Wenn man irgendwas ist, kann man damit auch ein bisschen reparieren. Zu dem Kabel passend habe ich ein bisschen Schrumpfschlauch dabei und natürlich ein Feuerzeug. Was ich dann hier noch habe, ist ein Drucklufttester, um zu schauen, wie viel Luft ich drauf habe. Der ist aber auch im Kompressor drin. Und ich habe so eine einfache Prüflampe dabei, mit der man auch mal messen kann, wenn irgendwo was nicht mehr funktioniert. Das ist so diese Ausstattung, die ich eben mitnehme auf längere Reisen. Ja, weil ich habe das zwar noch nicht sehr oft gebraucht, aber im Zweifelsfall hat man es halt einfach dabei. Und man steht nicht ganz ohne da. Und wie gesagt, ich denke immer daran, es muss ja nicht unbedingt mir immer was passieren, sondern es kann ja auch mal sein, dass auf der Autobahn irgendwo jemand liegen bleibt und steht da völlig hilflos, dem man vielleicht helfen kann, weil der kein Werkzeug dabei hat. Dann ist es ja schon mal, finde ich zumindest, eine sehr, sehr gute Angelegenheit. So, das packe ich später zusammen. Wir kommen noch zu ein paar Kleinigkeiten, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ja, jetzt haben wir eine Menge Zeug gesehen. Was fehlt hier noch? Eigentlich nichts. Klamotten hatte ich gesagt. Motorradkleidung haben wir sowieso an. Helm, Brille, Schuhe, die Unterwäsche dazu, was auch immer. Handschuhe, das haben wir sowieso am Mann. Und hier, wie gesagt, kommt ein bisschen Kleidung rein, Kamera-Equipment und fertig. Das, was ihr jetzt gesehen habt, also inklusive Taschen, inklusive Koffer, Wasser, Öl, bla bla bla, alles, was hier in diesen Koffern drin ist, außer dem kleinen Tankrucksack, der ist ja immer dabei, wiegt das alles zusammen 44 Kilo. Mit Zelt. Zelt von oben, wie wir das am Anfang gesehen haben, 44 Kilo. Und davon sind eben 17 Kilo auf der rechten, 17 Kilo auf der linken Seite und der Rest ist eben Zelt und so weiter und so fort. Etwa austariert. 44 Kilo ist nicht mal ein Sozius-Beifahrer, vielleicht die Hälfte davon. Und ich finde, 44 Kilo ist jetzt nicht so großartig dramatisch. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie 20 Liter pro 100 Kilometer an Kraftstoff wegen 44 Kilo. Uninteressant. Also das ist das Gewicht. Wie gesagt, alles zusammen, Packsack, Matratze, Koffer, Taschen, Inhalt und so weiter und so fort. 44 Kilo. So, kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Und zwar, wenn wir unterwegs sind, haben wir ja in der Regel keine 220 Volt Steckdose. Auf dem Campingplatz vielleicht schon, ja, kann sein, muss man aber auch gar nicht immer haben. Wenn wir irgendwo in der Wildnis, im Ausland irgendwo sind oder auch in Deutschland, dann haben wir keine Steckdose 220 Volt. Wir haben aber Handy und wir haben Taschenlampen. Ich habe ja in der Werkstatt hier diese Taschenlampen von KS Tools. Die sind relativ leicht. Die haben einmal so eine Lampe und die haben einmal so diese große, die ist etwas heller. Die haben hier so einen Bügel dran, kann man sie aufhängen. Die halten relativ lange. Der Akku, der da drin ist, hält relativ lange. Das ist jetzt eine hier aus der Werkstatt. Ich habe aber noch zwei Stück, die nur für ein Camping unterwegs sind. Und das lade ich natürlich vorher alles auf, genauso wie Smartphone, genauso wie den ganzen anderen Kram. Was ich persönlich aber gerne habe unterwegs, gerade wenn man nachts irgendwie dann ins Zelt geht oder nochmal auf die Toilette oder duschen oder was auch immer, dann habe ich ganz gerne solche Kopflampen. Das ist jetzt hier so eine Kopflampe von Lensa. Die macht richtig hell. Die hat hier hinten ihr Akku und vorne ist eben die Lampe einstellbar, regulierbar. Also könnt ihr im Prinzip nehmen, was ihr wollt. Es gibt auch bei Decathlon sehr gute Kopflampen, die auch sehr gut sind, habe ich auch da. Ich nehme das auch hier beim Schrauben, klar, damit ich besser sehe. Aber nachts unterwegs, man hat die Hände frei und hat man so eine Kopflampe dabei. Um das zu laden, braucht man allerdings halt auch Strom. Und Strom realisiere ich, habe ich jetzt nicht da gerade, über Powerbanks. Ich habe immer so zwei, drei große Powerbanks dabei mit jeweils irgendwie 20 oder 30 mAh. Die sind vollgeladen und ich habe zudem nochmal
ein Ladegerät natürlich dabei, ne? So ein Powerlader für 220 Volt, wo ich meine Powerbanks wieder voll machen kann. Ich kann aber auch während der Fahrt die Powerbanks hier vorne in den Tankrucksack reinpacken und kann die vom Fahrzeug ausladen. Im Stand ist das immer so ein bisschen, naja, Batterie ist auch relativ schnell leer. Geht schon, ja, aber während der Fahrt macht es Sinn, die Powerbanks hier vorne rein, aufgeladen und gut ist. Da können wir dann wieder die Kopflampe oder eben halt Taschenlampen oder Handy, das können wir alles laden. Ein letzter Punkt. Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen. Ich habe von SP Connect den Smartphone-Halter vorne dran, wo mein Telefon dran passt. Ich habe aber auch von Garmin einen Navigationshalter dran. Warum zwei? Das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe hier, einmal habe ich hier dieses Garmin Zumo, ich glaube, das ist das LM590, das ist schon ein älteres Gerät. Das hat allerdings lebenslang Karten-Update, ganz Europa und noch ein bisschen weiter. Also die ganzen osteuropäischen Länder und Frankreich, klar, runter, Spanien, bla bla bla, das ist da alles drauf. Und diese Karten, die aktualisiere ich natürlich immer und die sind hier drauf gespeichert. Das heißt, wenn ich irgendwo in einer fremden Gegend unterwegs bin, kann ich hier jederzeit, unabhängig, ob ich Mobilfunkversorgung habe oder nicht, kann ich hier meine Route fahren, planen oder was auch immer. Was ich ganz gerne mache, wenn ich eine Tour fahre oder wenn ich irgendwo hinfahre, dann plane ich die Tour vorher am PC, mittlerweile mit kurviger.de. Ich muss mich noch ein bisschen einsteigen in das Thema dort und erstelle mir dort im Prinzip eine GPX-Datei, die ich dann vom PC auf mein Navigationsgerät laden kann und kann dann den Track oder die Route, je nachdem, über dieses Gerät abfahren. Jetzt ist es natürlich doppelt gemoppelt, aber ich habe ja schon gerade gesagt, wenn ich mit Google zum Beispiel auf dem Smartphone, das mache ich ansonsten, ich navigiere, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin zum Beispiel, ganz oft einfach mit Google, fertig. Ja? Funktioniert wunderbar. Funktioniert aber halt nur dann, wenn ich auch überall eine gute Mobilfunkversorgung habe. Dann wird diese Karte aktualisiert, ich bekomme Staus angezeigt, den ganzen Tralala, was man so alles nicht braucht, bekommt man angezeigt. Aber das ist halt nur dann der Fall, wenn ich eine Mobilfunkversorgung habe und wenn mein Handy da auch funktioniert, wenn es vollgeladen ist oder wenn ich jetzt nicht gerade mein Handy für was anderes verwende, beispielsweise telefonieren oder Musik hören oder keine Ahnung was. Ja. Das heißt, das ist der Grund, warum ich zusätzlich eben im Prinzip noch dieses Navi dabei habe. Und es funktioniert eigentlich relativ gut. Ja, Freunde, das war es eigentlich schon zu dem Thema Gepäck. Wie packe ich was? Was nehme ich mit auf die jeweilige Reise? Ich wünsche euch allen da draußen eine ganz, ganz tolle Saison. Es fängt ja jetzt erst an, langsam so richtig warm zu werden. Und die ersten Reisen können beginnen. Gerade jetzt, wenn die Wochenenden kommen, an denen diese Feiertage sind. In diesem Sinne... Stopp. Wolltest du deinen Zuschauern nicht noch irgendwas... Was ist jetzt noch? Erzählen? Dann mach mal. Stimmt, da hat er recht. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz, ganz gerne bedanken für diese vielen Abonnenten. Mittlerweile sind wir, glaube ich, über 3000. Für die vielen, vielen Kommentare, die ihr unter den Videos schreibt. Für die vielen, vielen tollen Kommentare. Und auch für die vielen Zuschriften, die ich per E-Mail bekomme und die aus allen Herren Ländern kommen. Also da sind Nachrichten aus Österreich, aus Frankreich, aus Spanien, aus Norwegen, Italien und. Also viele, viele Länder, aus denen Leute mir E-Mails schreiben, teilweise mit technischen Fragen oder einfach nur so, dass sie sich über diese Videos freuen und. Das finde ich ganz, ganz klasse, weil mich das einfach auch interessiert, wo ihr so herkommt, was ihr so macht. Also man trifft die ganz, ganz unterschiedlichsten Menschen, die ganz, ganz unterschiedlichen Charaktere. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und dafür
möchte ich mich natürlich bei euch bedanken. Und klar, es wird hier weitergehen. Wie es weitergehen wird, verrate ich noch nicht so, aber ihr werdet sehen, es geht auf jeden Fall weiter. Und ich versuche natürlich immer weiter, mich selbst zu verbessern, die Aufnahmen, Ton und das Ganze außenrum zu verbessern, damit ihr noch mehr mit meinen Videos anfangen könnt. Das war's. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ab Juli geht's weiter. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.